Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir machen weiter mit Sully. Oh, und der steht auch direkt bei uns in der Nähe, sehe ich gerade. Da, so groß und ich hätte ihn trotzdem übersehen. Hey, ich hab da. Gameplayerin, genau die, die ich gesucht habe. Hast du ein paar Minuten Zeit zum Reden? Was brauchst du? Ich habe mir überlegt, dass ich einen Kurs über Elektrizität und Strom geben möchte. Das ist eine tolle Idee. Ich dachte, du würdest mitmachen. Ich habe ein bisschen Zeit mit Vanellope verbracht. Ihre unaufhaltsame Energie erinnert mich ein bisschen an meine Freundin Boo. Ich habe meine Batterie Jedenfalls für ist Handy mir und klar alles geworden, dass Mögliche es ihr sicher verloren. Spaß machen würde, etwas Neues zu lernen. Sie redet immer von Aufsteigen und ich glaube, dass Lernen der beste Aufstieg ist, den es gibt. Wie kann ich helfen? Kannst du eine, was? Zitronenuhr herstellen, während ich mich auf den Kurs vorbereite? Ich schätze, ich brauche Zitronen. Ja, du brauchst Zitronen und Eisenbarren. Och nö, ich hab doch nicht so viele Eisenbarren. Ich werde alles besorgen und die Zitronenuhr für dein Projekt mit Vanellope herstellen. Danke, Gameplayerin. Sie wird es Ich lieben. mache nur meinen Job. Also, ich muss gar nichts holen, ich muss es nur herstellen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie viele Eisenbarren wir brauchen. Ich nehme hier schon mal die Früchte, bevor ich die vergesse. Eine Zitronenuhr. Was zur Hölle meint er damit? Ach so, ne, ach so, Zitronen. Also wie Kartoffeln quasi, von wegen die Strom erzeugen. Aber mit Zitronen? Funktioniert das ernsthaft mit Zitronen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Ich weiß, ich habe im Physikunterricht damals gelernt, dass das mit Kartoffeln funktioniert. Und das hat uns unser Lehrer auch bewiesen. Also wir haben da mal irgendwas gebastelt und das funktionierte tatsächlich. Aber mit Zitronen? Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Nachdem Ach, ich sind ja jetzt nur Zeit zwei zum Eisenbahnen. Nachdenken Ja gut, hatte, okay. Ich dachte weiß jetzt ich wieder so genau, was zehn oder Zitrone so. ist. Wäre aber dann auch eine große Uhr gewesen. Ja gut, ich dachte aber ehrlich gesagt auch, dass es eine große Uhr wird. Ich dachte jetzt nicht Ich an so eine bin ganz kleine. zufällig der gewaltigste Zauberer der Merlin, Welt. hast du irgendwo Sully gesehen? Der ist schon wieder abgehauen, ja. Jetzt ist er da unten am Strand. Oh, Leute. Könnt ihr nicht einfach mal stehen bleiben, wenn ihr. Hallo, Merlin, geh mal weg da. Der alte Kerl bewegt sich aber auch kein bisschen. Guck mal, Simba geht hier direkt aus dem Weg raus, wenn ich komme. Höflich und zuvorkommt wie immer. Und Merlin steht Wie mich einfach da meine rum innere nach dem Stimme Motto, ich daran bin zu alt, erinnert. um aus dem Weg Ich zu gehen. komme in Frieden. Yeah. Aha. Danke, Gameplayerin. Ich kann es kaum erwarten, Sie Vanellope zu zeigen und zu demonstrieren, wie cool die Wissenschaft des Stroms wirklich ist. Ich bin sicher, sie wird, na, alles verstehen weiß ich nicht, aber sich fragen, warum du das tust, das auf jeden Fall. Es lieben. Ich hoffe, du hast recht. Ich bringe sie jetzt zu ihr. Sonnenschein, Oh, die Pflicht das ruft. ist Zur Ruhe schön. Soll ich sollen. jetzt. Dann wollen Ich wir soll mal alle dabei den sein, Tag okay. genießen. Ich wollte gerade sagen, weil die Quest wäre jetzt noch ein bisschen sehr kurz. Wahrscheinlich wird sie irgendwas sagen von wegen, ja, ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben oder müssen wir noch was machen? Weil sonst wäre die Quest in 3 Minuten zu Ende. Sully, wo willst du hin? Ach, da ist sie. Hey, Vanellope, ich muss dir etwas zeigen. Sieh her, das Wunder der Elektrizität und des Stroms. Das ist nur eine Uhr, Sully. Oh nein, bist du in Fellwechsel und hast zu viel von deinem eigenen Fell eingeatmet? Nein, nein. Warte mal, eine Uhr braucht Strom, um zu funktionieren. Wie alles im Dreamlight Valley. Und diese hier läuft mit Zitronen. Willst du mir sagen, dass das Dreamlight Valley mit Zitronen läuft? Oh Gott. Nein, das meine ich nicht. Tut mir leid, Kumpel, aber das ergibt keinen Sinn. Ich komme auf dich zurück. Mach das. Bis bald, Salster. Einen Ort, bei dem man nie weiß, was als nächstes Ich passiert, wusste, dass das muss so man einfach ähnlich leben. ausgehen würde. Wie konnte das so nach hinten losgehen? Es war traurig mit anzusehen, auf jeden Fall. Sehr unterhaltsam auch. Ein Missverständnis. Du hast recht, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das ändern kann. Ich schätze, Vanellope ist Bu doch nicht so ähnlich.
Warum machst du es nicht zu einem Videospiel? Mhm. Hm. Ja, du hast recht. Und ich habe genau die richtige Idee. Früher haben wir neue Schreckstar mit unseren eigenen Schreck... Ich habe jetzt was anderes gelesen. Wow. Mit unserer eigenen Schreckkarte ausgebildet. Sie muss immer noch irgendwo in der Lachabteilung gelagert sein, wo wir uns getroffen haben. Ich wollte dein Reich mehr erkunden. Ich hole es für dich. Danke, Gameplayerin. In der Zwischenzeit werde ich Wolli fragen, ob er irgendwelche Lernspiele in seiner Sammlung hat, die ich hinzufügen kann. Wir sehen uns. Ja, wir sehen uns, okay. Irgendwas soll mir hier aus seinem Bereich rausholen. Ich habe das Wort schon wieder vergessen. Lach. Schreckkarte, genau, das war das. Schreckkarte. Sie meinen jetzt nicht das Gummihuhn. Schade, ich warte immer noch darauf, dass man irgendwann die Möglichkeit bekommt, dieses Gummihuhn zu nehmen. Ich will mein Monkey Island Gummihuhn endlich haben. Es scheint diesmal nicht neu auf diesen Plätzen zu sein. Da ist ja öfter mal was Neues dazugekommen. Dann war das am Leuchten. Oder wahrscheinlich ist es gar nicht hier, sondern komplett in einer anderen Ecke. Obwohl wir hatten hier... War das das hier? Das konnten wir, glaube ich, nicht öffnen, oder? In dem Lager ist nichts mehr. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das Ding aussieht. Die Frage ist halt auch, ist das tatsächlich hier im Monsterbereich? Ja gut, hinter den Türen, das ist natürlich nur der Bereich von den Kindern. Ich glaube nicht, dass sie das dahin gelegt haben. Dass es da irgendwie vergessen wurde oder was weiß ich. Das glaube ich jetzt nicht. Hier haben wir sonst nichts mehr, wo wir was rausnehmen können, ne? Kann das doch eigentlich nur noch vorne sein? Ha. Sherlock, Gameplayerin. Kombiniert scharfsinnig. Also, es kann natürlich auch sein, dass es nicht vorne ist. Dann habe ich absolut keine Ahnung, wo es sein könnte. Das sind die Sachen alle. Bei den Unterlagen kann es auch nicht sein, oder? Die Tür können wir immer noch nicht öffnen. Ach, der meint dieses... Ach so, das hätte doch vorher sagen können. Ah. Okay. So. Da ist er. Sally, nicht weglaufen. Da aus der Richtung. Sieht so schön aus, nachdem das ja alles gepflastert ist. Hast du... Juhu, jawoll! Irgendwie hat er sich jetzt gerade wie hier unser kleiner Cowboy angehört. Danke, Gameplayerin. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Jetzt muss ich nur noch das Spiel, das ich von Wolli bekommen habe, in die Maschine stecken, den Einschaltknopf drücken und... Es funktioniert nicht. Warum funktioniert sie nicht? Ist sie umgefallen? Sie sieht nicht so aus, aber sie ist ziemlich zerbrechlich. Vielleicht ist sie im Lager kaputt gegangen. Ich hoffe nicht. Es ist allerdings seltsam, dass sie nicht funktioniert. Die Lachenergie ist normalerweise ziemlich stabil. Lachenergie? Aber Dreamlight Valley wird von Dreamlight Magie angetrieben. Hä? Wirklich? Wow. Ich denke, das ergibt Sinn. Aber was machen wir jetzt? Lass uns die Schreckkarte durch den Umbau in eine Arcade-Maschine in Dreamlight Magie, mit Dreamlight Magie aufwerten. Das wäre unglaublich, aber nur als Vorwarnung. Ich bin kein supertechnischer Typ. Ich helfe hier, viele Dinge zu reparieren. Ich wette, wir können einen Konverter mit ein paar Goldbarren für die Schaltkreise und gereinigten Nachtscherben bauen. Ihr wollt mich veräppeln. Ich warte seit 1,5 Wochen darauf, dass ich alles zusammenkriege, um die 10. gereinigte Nachtscherbe zu machen für meinen Dream, für meinen Sternenpass. Und ihr wollt jetzt, dass ich die gereinigten Nachtscherben benutze. Ah, ich werde alles besorgen und die Schreckkarte für dich aufrüsten. Au. Das wäre toll, Gameplayerin.
Hier, nimm die Schreckkarte wieder mit. Ich schätze, Vanellope ist nicht die Einzige, die heute über etwas Strom... die heute etwas über Strom lernt. Eieiei. Lesen ist gerade nicht so mein Fall nach 4 Stunden Schlaf. Ja, ich weiß. Ich hätte auch früher ins Bett gehen können. Nein, hätte ich irgendwie nicht so wirklich, weil ich habe noch bis ziemlich spät in die Nacht arbeiten müssen. Aber naja. Stelle die Maschinerie wieder her. Das heißt, wir haben genügend gereinigte Nachtscherben. Ich meine, ich laufe ja die ganze Zeit mit neuen rum, muss ich jetzt dazu sagen. Ich warte immer noch darauf, dass ich die 10. erstellen kann. Hallo, du sollst arbeiten und nicht irgendwelches Basilikum hier rausholen. Ich würde aber gerne mal kurz wissen, bevor wir das jetzt machen. Ach nee, geht gar nicht, das ist hier. Ich kann die letzte herstellen. Ja. Und bekomme nichts. Warum bekomme ich nichts? Jetzt sag mir bitte nicht, ich habe die Aufgaben schon gemacht. Ihr könnt mich doch mal. Habe ich gestern doch noch die letzte machen können. Ja, toll. Jetzt habe ich einen umsonst gemacht. Oh, guten Morgen, liebe Gameplayerin. Guten Morgen. Okay, jetzt ist das hier irgendwo ganz unten gelandet, schätze ich mal. Ja, genau. Jetzt ist es hier. Ja, 6 Goldbarren ist okay. 5 gereinigte Nachtscherben ist natürlich schon, ne? Das ist unser halber Bestand. Aber naja, gut. Solange wir jetzt nicht noch eine Quest bekommen, wo wir das machen müssen, also wo wir die benutzen müssen, ist alles gut. Bin jetzt einfach mal positiv eingestellt. So wie sonst auch immer. Glaub einfach weiter an dich selbst. So, bitteschön. Wundervolle Dinge. Hi, Jake. Nun, sie sieht besser aus, aber ich denke, es gibt nur einen Weg herauszufinden, ob sie funktioniert. Sie muss im Tal platziert und eingeschaltet werden. Ja, warum konnte er dann gerade eben testen, ohne sie hinzustellen? Ich werde den Rest der Materialien vorbereiten. Kennst du die Dreamlight-Magie-Arcade-Maschine? Kannst du sie auch irgendwo im Tal aufstellen und in Betrieb nehmen? Wenn du mir nicht deinen entzückenden Rücken zuwenden würdest, dann würde ich das vielleicht tun, Sally. Wird gemacht. Jetzt gibt er die einfach an Jack und der haut jetzt ab. Hallo? Geht's noch? Leute, was ist mit euch nicht in Ordnung heute? Ich kriege ja einfach so den Rücken zugedreht, total unhöflich. Ja, gut, die anderen Sachen, die sind alle vorher passiert, die sind nicht jetzt passiert, aber... Ah, wo stelle ich das denn am besten hin? Wie groß ist denn das? Da die ja nicht wollten, dass ich das eine hinstelle... So, darf ich wahrscheinlich eh wieder nicht behalten und da stehen lassen. Hallöchen, aktiviere die Maschine. Und jetzt spielen wir eine Runde. Sally, du bist da. Komm schnell her. Bevor du abhaust. Also, ist alles vorbereitet? Ja, die Arcade-Maschine mit Dreamlight-Magie ist im Tal. Und sie funktioniert. Puh, da war ich mir nicht sicher. Nicht, dass ich an dir gezweifelt hätte, Gameplayerin. Ja, nee, ist klar, da passt irgendwie keine Antwort drauf. Ich bin auch erleichtert, keine Ahnung. Ich schätze, ich muss mit Vanellope reden. Ja, die wohnt ja direkt neben euch, also. Hey, Salster! Hier geht's doch nicht um Zitronen, oder? Nein. Diesmal habe ich eine Herausforderung für dich, Vanellope. Ich bin ganz Ohr. Es gibt ein neues Arcade-Spiel im Valley und... Ha! Ich habe bereits die höchste Punktzahl. Niemand bringt ein Spiel ins Valley, ohne dass ich es weiß. Wow, du bist schnell. Wie fandest du es? Es war episch. Ich habe alle positiven Ladungen für meine Protonen zurückbekommen und dann die Neuronen. Warte, hör mir zu. Habe ich etwas gelernt? Ich habe etwas gelernt. Du lebenswerter Trottel. War das die ganze Zeit dein Plan? Es hat geklappt, oder? Gut gemacht, großer Blaubär. Ein Ort, bei dem man nie weiß, was als nächstes passiert. Doch gut gelaufen, würde ich sagen. Nun, ich denke, wir haben alle etwas über Dreamlight-Energie gelernt. Und Vanellope hatte viel Spaß.
Jetzt bittet sie mich um Spiele über Chemie, Musik, Landwirtschaft. Ich kann nicht mehr folgen. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Das nenne ich schon heute auf eine bessere Zukunft bauen. Das war heute mal eine sehr kurze Quest. Danke, dass du mir zu Füßen liegst, Sally. Aber ich würde gerne noch eine weitere Quest mit dir machen. Aber du hast anscheinend keine Lust mehr. Wo sind wir denn jetzt gerade bei welchem Level? Da gucken wir doch mal eben ganz schnell. Ich habe ihn auf Level 9. Das heißt, ich müsste... Naja, 9,5. Das heißt, ich müsste ihn noch ein bisschen leveln, damit ich dann die letzte Quest mit ihm machen kann. Dann würde ich sagen, ich nutze doch mal die Zeit, die ich jetzt quasi gewonnen habe, weil diese Folge so kurz ist. Es tut mir wirklich leid. Beschwerden gehen bitte direkt an Sally. Könnt ihr dann Richtung Monster-AG reinschicken, wo sie dann vielleicht in 2 Jahrhunderten bearbeitet werden. Müsst ihr dann mal sehen. Wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und ja, ich wäre sonst gerne noch mal mit euch nach Dagobert gegangen und hätte da noch mal geguckt, was wir gerade so für Sachen haben. Aber wenn schon Christoph noch nicht zurück ist, also dass man da wieder was kaufen kann, dann wird Dagobert auch noch nicht zurück sein. Ich weiß nicht, wie die das immer resetten. Scheinbar nicht morgens um 10 Uhr, weil sonst wäre es ja jetzt auch wieder resettet worden. Ist es aber nicht. Und ja, wie gesagt, das letzte Mal war ich gestern drin. Ich weiß nicht, ob das immer so und so viele Stunden sind. Den Eindruck habe ich nämlich mittlerweile. Das heißt, wenn man das jetzt theoretischerweise kurz vor Mitternacht macht, kann man es wahrscheinlich am nächsten Tag wieder erst um Mitternacht machen. Und da man da in der Regel ja nicht wach ist, nehme ich mal an, überschlägt man einen automatischen Tag. Wäre natürlich ziemlich blöd. Also wenn ich dran denke, gucke ich heute Abend nochmal nach. Dann kann ich euch in der nächsten... Wow. Nee, in der nächsten Folge nicht, weil die werde ich gleich aufnehmen. Aber dann kann ich euch in einer der nächsten Folgen dann vielleicht Bescheid geben. Wenn ich es nicht machen sollte, dann habe ich es vergessen, nochmal nachzugucken. Und dann werde ich wahrscheinlich einen Tag überschlagen haben. Wobei ich ja immer noch schaue, dass ich... Also ich habe von euch mal, vielleicht könnt ihr mir da ja auch helfen. Ich habe von euch mal auf Pinterest, also nicht von euch selber, sondern von den Leuten, die spielen, habe ich mal was gesehen, dass die so eine Art riesigen, ja, Teich, sage ich jetzt mal, gebaut haben. Von mir aus auch Schwimmbecken. Aber nicht mit diesen Schwimmbecken, die man kaufen konnte. Ich glaube, da habe ich auch mal eins von gekauft. Sondern mit so Wasserplatten, sage ich jetzt mal, die man so, also anstelle von diesen Wegen, glaube ich, die man dann so hinlegen kann. Wenn ihr da genaueres zu wisst, ich befürchte, dass es das wohl irgendwann mal bei Dagobert gab. Aber wenn ihr da was genaueres zu wisst, vielleicht war es auch irgendwo mal in einen Sternfahrt oder so, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein, weil da geier ich immer noch drauf und ich bin extra jeden Tag schon bei Dagobert dann gucken, aber ich bekomme nicht das, was ich eigentlich haben möchte, sagen wir es mal so. Ich bekomme sehr viele schöne neue Sachen, das ja, definitiv, aber ich bekomme halt nicht das, was ich haben möchte. Und mittlerweile ist es schon so lange her, dass ich vergessen habe, was ich da eigentlich machen wollte. Ich glaube, ich wollte mal irgendwie so einen riesen Pool für alle machen mit schöner Dekoration, am Rand und so Liegeflächen und so, aber ja, wie gesagt, das ist schon zu lange her. Naja, wie dem auch sei. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr ungefähr wisst, was ich meine und da vielleicht eine Info zu habt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.